nervt es dich auch so sehr, dass deine Sims im Creator-Sim-Modus einfach nicht still stehen bleiben? Dann hilft dir vielleicht dieser Cheat. Achte aber auf die Position von deinem Sim. Der Sim wird nämlich genau in dieser Bewegung eingefroren. Und jetzt kannst du deinen Sim ohne nervige Bewegungen bearbeiten. Du willst, dass dein Sim sich wieder bewegt? Dann gib einfach den gleichen Cheat mit einem Einser am Schluss ein.